Schuhe einkaufen. Schuhe einkaufen? Der sitzt da vorne auf der Bank und kauft mir immer Schuhe. Ja? Herzlichen Dank. Das ja. Ist der Weg, um Frauenherzen zu erobern? Humor. Ja, Freundlichkeit. Was gibt's denn noch? Intelligenz? Blumen. Blumen sind immer gut. Blumen? Ja. Welche? Tulpen mag ich. Um Frauenherzen zu erobern, ehrlich sein. Ehrlich sein und nicht nach dem Feuerzeug fragen. Ich habe die Frage nicht verstehen, ich bin aus England. Was ist the question? The best way to get a woman's heart. I said be honest and yeah. Don't ask for a lighter. Ja, das habe ich keine Ahnung. I just got a breakup, I don't know. Okay. Freundlich sein. Und was noch, Angela? Ja, charmant. Ja. Charmant. Ja, freundlich, charmant. Das war's. Ja. Ja. Ja, selbe. Und habt ihr einen abbekommen? Noch nicht. Noch nicht. Nein, leider. Sehr schade. Ja. Kommt noch. Oh. Keine Ahnung, weißt du was? Der beste Witz. Nein. Mit dem guten Witz. Weitere Eigenschaften? Schöner Körper vielleicht. Okay. Auch nicht gerade dumm. Ansonsten, keine Ahnung. Frauenherzen zu erobern. Ja, der beste Weg. Ein gutes Gespräch. Ein gutes Gespräch. Also sollte der zukünftige Liebhaber oder der... Aufmerksam sein. Verwöhnt werden, ernst genommen werden, auf Augenhöhe sein. Jetzt reicht schon, oder? Humor und ganz viel zu essen. Weil sonst fällt mir jetzt nicht ein. Zu verstehen. Einfach zu verstehen. Ja. Das heißt, der zukünftige Freund sollte einen verstehen können. Eine Frau verstehen können? Ja. Okay. Auch wenn sie mal zickig rüberkommt, aber trotzdem verständnisvoll sein. Okay. Genau. Ja. Keine Ahnung. Ich bin schon so lange verheiratet. Ich habe mir keine Gedanken drüber gemacht. Wie hat es der Mann gemacht? Der hat lang gekämpft und dann habe ich irgendwann mal ja gesagt. Herzlichen Dank. Oh Gott, da fahren Sie die richtigen. Witzig sein. Lustig sein. Ja, ja. Also da stimmen wir offenbar bei. Ne? Witzig sein. Oha, ich weiß nicht. Na, Schokolade. Einen Weg mit dem, das ist ja eine historische Frage. Mit Rosen zum Beispiel kann man Frauenherzen erobern. Mit ganz viel Charme, mit Empathie, zum Beispiel.